And you? Achso, ich muss noch die machen. Ja, hallo und Ups. herzlich willkommen. Das war jetzt eine Lionel Richie-Version für Arme, für diejenigen, die ihn überhaupt kennen oder Kenne die ich nicht. Zuschauer. So. Ja, wir sind hier wieder in der Gruppenphase in der Horrorgruppe. Gruppe B genannt. Wo hier Juventus gegen Barcelona, spielt. Es ist ihr drittes Spiel für Barcelona. Die sind noch ohne Niederlage, allerdings auch noch ohne Sieg. Haben zwei Punkte am Konto. Juve hat einen Dreier am Konto und eine Niederlage. Richtungsweisendes Spiel. Hat mein Team ausgedacht. Nein. Jetzt habe ich rausgehört. Was denn? Richtungsweisend. Weiter. Oder? Naja, richtungsweisend. Oder? Alter, bist du da? Aber das mal umstellen, ich weiß nicht, ob das nicht gelöst ist. Also ich habe jetzt schon lange kein Team mehr umgestellt. Ich Ist hab, es bei ich dir noch? hab's, ich weiß nicht, ich muss die Taktikvorlagen rauslöschen einmal. Beziehungsweise habe ich Weil bei jetzt einmal dir ist es hier. mehr, weil ich habe schon Transfers vor dem Fehler gemacht. Bei dir war das ja intensiver als bei mir. Ich weiß aber nicht mehr, bei welchen Teams das überall war. Servus Michi. Also bei mir war es bei allen Teams irgendwo. Oh. Fuck you, Alter. Dieses Problem kenne ich. Das hatten wir auch schon mal. Aber ich weiß nicht Echt? mal, warum das war. Ich habe jetzt die andere Aufstellung einmal genommen, vielleicht deswegen. Warte mal, ich lösche mal jetzt das von Barcelona raus. Mache jetzt nochmal das eine. Weißt du, was krass ist? Ich habe hier genau eine Aufstellung. Ich habe hier Barcelona Standard. Und wenn ich dann aber auf Spiel spielen gehe, Ja. habe ich zwei verschiedene Taktikvorlagen, aber laut Teams bearbeiten habe ich nur eine. Genau, das ist der Fehler, den wir hatten. Und du musst die richtige nehmen, wenn du die falsche nimmst, bricht das Spiel ab. Genau, und das ist der Fehler. Das heißt, der Fehler wurde noch nicht behoben. Nein, der Fehler war, dass du keine Spieler anwechselt genommen hast. Und Was meinst du? er hatte immer die Alternativtaktik genommen. Das war der Fehler. Jetzt ist der Fehler, dass du die Alternativtasche haben sie quasi rausgelöscht und du darfst die aber jetzt nicht mehr verwenden. Und wenn du die Ah, nimmst, dann sprichst du ab. okay. Das hatten wir nämlich schon mal. Mein Brummen ist extrem, also irgendwas muss das Kabel haben. Ah, Scheiße. Mir ist auch aufgefallen, dass das. Boah. Mein Gott, was hast du jetzt gemacht? Das Partykabel bewegt. Hallo? Hör nichts mehr. Sorry. Hallo? Was ich merke, ich habe mich schon jetzt ein paar Mal an diesen depperten Partykabel elektrifiziert. Elektrifiziert. Verifiziert Elektrisiert. habe ich mich. Ich bin Ich habe mich dort elektrisiert. Ich habe mich elektrisiert am Kabel vom Internet. Alter, ich bin an Strom, Alter. melden Sie den Controller an. Angemeldet. Na, hier habe ich nur eine Taktik, also. Und das ist die richtige. Na gut, dann muss ich da ein bisschen umändern. Wo ist er denn? Wo Du ist er könntest denn jetzt dann irgendwann am Team mal umstellen und schauen, ob das dann so funktioniert. wenn wir jetzt das umstellen? Ne, richtig. Und ob das dann so bleibt. Stimmt. In der Taktikvorlage meinst du aber Genau. jetzt. Und dann schaust du, ob alle Alternativen draußen sind oder löscht du wieder raus, dann. Genau, das ist das, wo der Michi gemeint hat, ich kann
Ich soll einen Spieler tauschen, den ich weiß dann. Genau. So. So. Jetzt habe ich mein Süffel nicht da, aber ist wurscht. 90 Minuten halten wir durch. Boah, Italiener. Italiener gegen Spanien. Ja, das war schon. Okay, danke. Oh. Das war jetzt. Ja. Einmal einen Versuch. Ja, letztens ist uns was aufgefallen. Nämlich von den ganz großen Fünferligen gibt es eine Liga, die noch keinen Titel hat. Das ist die spanische. Ah nein, Blödsinn. Fail. Entschuldigung, Flo. Wie konnte ich so Zitat vergessen? Na, vor allem auch Atletico, wenn sie so das Spanien nur einen Titel hat. Ah ja, Atletico auch. Oh mein Gott. Lost. Einfach alle Trainertitel vergessen. Beide. Naja, es sind ja schon drei, also. Ja, eh. Aber gleich zwei vergessen halt. Schade. Oh. Ja, voll ganz klar, heim raus, das war Absicht. Kann ich aus meinem Bike. Nee, me too, der kriegt nix. Me too, Alter. Ja, me too, Alter. Alter, nicht me too. Me too ist ja das andere, ist nee. Wegen die Black Matters, so. Was ist da los, oder? Was soll das sein? Ne, ja, Alter, da geht ja nur Barcelona durch, Alter. Ich sehe da gar nichts mehr. Nicht da kann. Ja, was nutzt das, wenn nichts eine geht? Pack heute in der Face. Messi. Oh. Alter. Wichtig. Also, auf das sind wir letztens draufgekommen. Weißt du auch, welches, also du, nach diesem Fail bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, aber welche Liga den meisten Titel hat? Englische. Ja. Weißt du auch, wie viele? Drei. Skidé? See? Easy. Southampton, Liverpool und Manchester. Ja. Oh! Alter. Aber jetzt. Oh, gut, wir sind drei. Jubel! Gut, durchgesetzt. Oh ja, den Transfer bereue ich nicht. Und weißt du, welche Liga dahinter liegt? Oder welche Liga? Boah, das ist gemein. Oh. Ich würde mal sagen, spanische. Wenn du sagst, welche, dann ist noch eine zweite. Die habe ich aber vergessen, muss ich ehrlich sagen. Boah. Guck, ich kann da nichts schauen, Alter. Ich schaue schon mal alle. Egal ob ein Stimme, zwei Stimme, er fährt durch. Ja, zeige ich. Karte. Welche Liga noch? Welche Liga noch? Wer hat, wer, wo haben wir noch? Titel. Boah, da muss ich jetzt passen. Muss das wissen? Nein, wir haben nur einen Titel. Nein. Grundsätzlich sind es sechs verschiedene Ligen. Ja, führende ist die englische mit drei Titeln. Mhm. Auf dem zweiten Platz teilt sich die spanische mit zwei Titeln durch Sociedad und Atletico Madrid. Und überraschend für mich, weil das habe ich echt vergessen, ist auch Deutschland hat zwei Titel schon mit Frankfurt und Dortmund. Nein. Stimmt.
Dann kommt. Nein. Dann kommt Österreich, Frankreich und Spanien. Mit jeweils einem. Nein. Na, was sieht's nicht gut aus für die Italiener? Ich bin ja echt am Schmonzern. Aber sie haben Glück bislang, dass es hier nur 1-0 steht. Mal schauen. Ja, schön. Nein! Gut abtauscht. Alter. Alter, ich weiß ja, warum ich dich nicht so oft spielen lasse jetzt hier. Am Start, schon jetzt am Start. Alter. Martinez. Ist er gestolpert oder einfach auslassen den Ball? Wenn ich jetzt verschieße, kann der Trainer mir das an. Wenn ich ihn aber durchlasse und wir haben eine Ecke, denkt er vielleicht, ich habe ihn absichtlich durchgelassen. Na, no. Ja, gutes Match von Barcelona, muss ich sagen. Auch wenn die Chanceauswertung nicht passt. Passt nicht. Flo hat letztes Mal gemeint, wenigstens Chancenauswertung hat gepasst. Wenn ich schon sonst Arsch gespielt habe. Heute ist, glaube ich, umgekehrt. Ich weiß nicht, was ich erinnere. Na, Martinez, es tut mir leid. Tut mir leid. Ich halte viel auf dich. Auf dich, auf dir. Wurscht. Ich darf beides sagen, ich wohne im 10. Bezirk. Einen Wechsel hat es gegeben. Oh. Okay. Wie Martin ist nur umgekehrt. Ja, der hat sich gedacht, der hat das auch gemacht, dann darf ich das auch. Genau, der darf das. Schön, ja. Heute Chance ist sehr stark. Ist der, ja, aber den Rest kannst du vergessen. Alter. Wirklich glücklich, dass es ernst zu nehmen steht. In der Horrorgruppe kann sowas sehr, sehr tödlich sein, wenn man so spielt. Der macht das. Oh, ich habe mir schon gedacht, der nimmt den nicht an. War aber ein schöner Pass. Messi. Kommst du dann wieder? Oh, schade. Ich habe meinen Drink noch vergessen. Bitte, danke, Bussi. Papa. Freunde. Mau, Alter. Ja, man bleibt dabei so. Dankeschön. Danke sehr, ganz lieb. Na gut. El dueño de un todoterreno rojo de marca italiana y matrícula en...
Aber ich habe echt Angst mit dem Auflösen von den zweiten Ligen, weißt du das? Ich habe Angst um Krakau, oder? Was ist mit Krakau? Das polnische werden sie nicht rausnehmen. Nein, aber es sind nur 3 Punkte vom Abstieg. Okay, das ist Arsch. Oh. Oh, schön. Nein! Oh. Alter. Boah. So, das Ding. Konnte sich auch mal beweisen. Schön anstarten. Oh, stark. Oh, Alter. Oh. Moment! Geht da noch was? Marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados. Con el 10, Modric. Y el Barça, que mueve sus piezas con un doble cambio. Sale de la cancha. Con el 36, Promes. Y con el 11, Dybala. Entrará en el terreno de juego con el 5, Terrier. Y con el 19, Son. Der war wichtig. Oh, nein. Kräftiger Kopf, du bist aber. Olmo. Wer war das jetzt? Olmo. Olmo. Nein. Boah. Eine Minute noch.
Ja, aber wäre eh unverdient gewesen. Aber trotzdem, man muss sagen, Juve hat es noch spannend gemacht. Barca trotzdem mit dem Dreier. Juve natürlich auch Glück wegen der Tordifferenz, weil die halt jetzt da auch nicht alle schießen werden. Barca aber Gott sei Dank hier mit dem Sieg. Somit haben sie sich hier gefestigt. Und vielleicht können sie um den Aufstieg mitkämpfen.